Wunderschönen guten Morgen, lieber Pascal. Guten Morgen, Jana. Schön, dich zu sehen. Ja. Na, du siehst gut aus. Danke, danke. Hast du langsam, wir sind seit 7 Wochen zu Hause alle, hast du mittlerweile auch schon ein Corona-Bäuchlein angefuttert? Nee, bei mir ist das Gegenteil der Fall, weil ich habe eigentlich die Zeit genutzt für Sport. Also ich mache jetzt jeden Tag Sport, Ernährung umgestellt, weil ich so gedacht habe, ich neige ja dazu, Gewicht zuzulegen. Also habe ich gedacht, ich nutze jetzt genau die Zeit, um Sport zu machen und so und Ernährung anzupassen und so. Also von dem her muss ich da enttäuschen. Ernährungsumstellung bei Pascal Vogenhuber, das ist echt selten. Ja. Was hast du denn umgestellt? Jetzt bin ich echt neugierig. Naja, ich habe ja einfach, du kennst es ja selber, gell? Wenn du viel auf Tour bist, dann bist du halt immer auch bis zu einem gewissen Grad abhängig von Restaurants oder von Läden, die es halt gerade so an dem Ort gibt. Und da ist die Ernährung bei mir dann nicht immer so die optimalste gewesen, sagen wir es mal so. Ich habe auch nicht so darauf geachtet, so wenn ich auf Tour bin. Ja. Und jetzt habe ich halt einfach wirklich praktisch vegan. Ich sage zwar immer so, wenn die Leute fragen, ja, bist du jetzt Veganer? Sage ich, nein, da gehört viel mehr dazu. Aber einfach halt hauptsächlich halt Gemüse, solche Sachen und halt auf reduziert. Und der Vorteil ist natürlich, ja, Restaurants haben zu. Das macht alles einfacher. Und wie? Einführung. Genau. Und ja, und viel Zeit auch geschenkt bekommen und die nutze ich jetzt halt einfach wieder für Sport. Ich habe früher sehr viel Sport gemacht und jetzt habe ich wieder die Zeit. Also Also ich habe. ich frag dich jetzt Frag nicht, eine Frau fragt man, Frau fragt man sehr, jetzt eigentlich nicht so, ob sie ein Corona-Bäuchlein hat. Den habe ich gekriegt. Ich Echt? habe gemerkt, ja, 7 Wochen zu Hause, das ist für mich zum ersten Mal im Leben quasi dieses Erlebnis. Und mir ist aufgefallen, du und ich, wir sind ja eigentlich in den letzten 15 Jahren unentwegt auf Reisen gewesen. Und ich habe schon immer auf meine Ernährung geachtet. Wir Frauen, sensible Wesen, müssen das ja auch besonders. Und ich habe gemerkt, wenn ich auf der Bühne stehe, ist es ja mental so eine Konzentration und Leistung, dass ich mich wie ein Profisportler fühlte und entsprechend auch Kalorien verbrauchte. Und jetzt 7 Wochen zu Hause, da wird man so gemütlich, jeden Abend immer mit der Familie regelmäßig schön essen. Und jetzt nutze ich auch die Zeit zu Hause. Man kann sich alles vorbereiten, was man möchte, und nutze in diesem Frühling auch jetzt Basenfasten, denn Ja. das bekommt mir sehr gut und man braucht nicht zu hungern. Das ist so. Ich sehe, du bist auch mit 40 Jahren deinen T-Shirts und Kapuzenpullis treu geblieben und Das ich ist so. meine. Ich erinnere mich, wie wir fast vor einem Jahr zusammen gewhatsappt haben. Und da hast du mir erzählt, dass dein Sohn jetzt eben vor einem Jahr jetzt in die Schule kam, eingeschult wurde und jetzt ist schon wieder Homeschooling zu Hause. Wie geht's deinem Sohnemann? Du musst bestimmt stolz auf ihn sein. Also stolz bin ich auf ihn, auf jeden Fall. Aber ich Oh. meine, der Vorteil ist jetzt bei, also er lebt ja bei seiner Mama. Wir leben ja getrennt. So. Und von dem her ist natürlich das, klar, sehe ich ihn jetzt auch mehr. Aber das Homeschooling, ich sage jetzt mal, der Stress vom Homeschooling ist jetzt mehr bei seiner Mama. So. Weil ich muss sagen, wenn er hier ist. Mir macht das noch Spaß. Also ich habe schon ein paar Mal zu meiner Freundin gesagt, hey, ich verstehe gar nicht, was alle mit dem Homeschooling haben, weil mir macht es Spaß. Aber ich muss auch nicht jetzt schauen, dass er schön seinen Plan einhält, sondern ich kann das ein bisschen entspannter machen. Und für ihn, er freut sich wieder auf die Schule, weil er sagt zwar immer, die Schule ist ihm egal, aber die Freunde, die vermisst er halt so.
einfach so das Ungezwungene mit den Kindern spielen und so. Meine Kleine ist ja schon echt größer wie ich. Kannst du mich gut sehen? Ja, ist Ja, schon es ist ein größer. bisschen schlechte Leitung, aber es geht. Okay. Wenn es geht, gut, dann können wir fortfahren. Und ich muss sie so manchen Morgen rauskitzeln aus dem Bett, dass sie in die Gänge kommt. Aber da fühlt sie sich noch nicht überfordert. Homeschooling. Aber Gemeinschaft, das merkt sie auch, ist das A und O. Und ich merke auch, dass mir die Gemeinschaft auch wahnsinnig fehlt. So freue ich mich eben, einen gewissen Bezug zu den Menschen zu haben. Dann durch diese digitale Verbindung mit meinen Online-Beratungen und Webinaren, die jetzt starten. Du hast mir vor einem Jahr erzählt, dass du sowieso vorhattest, dich in diesem Jahr etwas zurückzuziehen, was nach den mindestens 15 so ereignisreichen Jahren sicher auch nicht verkehrt ist. Diesen Rückzug hatte ich auch vor 5 Jahren gebraucht oder mir genommen. Und jetzt ist eben diese Corona-Zeit. Vermisst du nicht die Bühne, die Menschen? Ja, ich habe natürlich, jetzt weiß ich gar nicht, hörst du mich noch? Hörst du mich noch? Ich höre dich, ich sehe dich. Super. Ja, ich wollte eine Auszeit nehmen, aber ich habe mir natürlich, ehrlich gesagt, das ein bisschen anders vorgestellt. Ich wollte ja vor allem auch mal eine Auszeit nehmen, so, weil ich einfach eben gemerkt habe, ich war unglaublich viel unterwegs. Ich habe viele Länder gesehen, aber eigentlich meistens nur Flughafen, Hotel, ein, zwei Restaurants vielleicht, Veranstaltungsort, aber eigentlich vom Land oder von der Kultur oder so habe ich nie groß Zeit gehabt, weil du kennst es ja selber, manchmal ist man irgendwie eine Nacht irgendwo, fährt dann am nächsten Tag wieder in die nächste Stadt oder zum Teil ins nächste Land. Also da bleibt halt nicht viel Zeit, um ja auch wirklich Dinge anzuschauen. Und eigentlich wollte ich ja dieses Jahr ein bisschen reisen. So, und das ist jetzt natürlich auch flach gefallen. Aber ich mache es jetzt halt einfach nächstes Jahr. Also, dass ich einfach nächstes Jahr dann hoffe, dass man wieder reisen kann. So. Das ist so mein Plan. Aber von dem. Arbeitest du gerade? Ob ich gerade arbeite? Ja, also ich hätte ja schon auch noch, trotz Auszeit, habe ich ja noch meine Schüler, also meine Ausbildung, die ich mache, und dann ein paar Online-Projekte habe ich noch. Und jetzt ist einfach, und ein paar Kongresse hätte ich noch besucht, so irgendwie, einfach so, ja, von Freunden oder wo es einfach auch Spaß macht. Kongresse mag ich irgendwie auch eben, weil man dann andere Referenten meistens siehst du wirklich nur an Kongressen. So, das ist ja auch da, wo wir uns meistens sehen, wenn man mal gemeinsam am Kongress ist, sieht man sich irgendwie. Und das hätte ich eigentlich gemacht. Und jetzt mache ich halt viel online. Also das, ja, einmal online für die Community haben wir neue Kurse gedreht oder irgendwie so. Auch so, ich merke jetzt eben auch, ich bin nicht so der Typ, der ständig Menschen braucht, habe ich immer gedacht. Also ich habe immer so, ich fand das immer ganz schön, abends alleine mal oder mit der Freundin zusammen in Ruhe auf dem Hotelzimmer. Und ich habe immer gedacht, ich brauche die Menschen gar nicht so. Aber jetzt merke ich natürlich auch, es hat einfach auch damit zu tun, weil man ständig unter Menschen ist. Und jetzt, wo man sehr wenig Menschen um sich herum hat, fehlt mir das schon auch ein bisschen. Also ich bin dann froh, wenn ich mal Livestreams habe oder jetzt eben, ich fand das auch eine nette Idee von dir, dass man mal so ein Gespräch macht, dann hat man doch das Gefühl, man sieht auch mal, ja, andere Ja. Menschen wieder. Und die Veranstalter sehen uns gerne zusammen auf der Bühne. Wir haben ja auch schon zwei Interviews gemeinsam gleichzeitig gegeben. Und ich erinnere mich vor 15 Jahren circa an unseren ersten Kontakt, da hast du mit deinem ersten Buch, zu der Zeit hatte ich auch mein erstes Buch rausgebracht,
mich per E-Mail angeschrieben mit deiner lockeren Art, aber ich erinnere mich nicht an unsere allererste Begegnung. Ich Erinnerst du schon. dich? Ja. Also, Dann frisch mal mein Gehirn auf. genau. Also, genau, weil als ich mein erstes Buch rausgebracht habe, oder kurz vorher, wollte ich mal wissen, bis jetzt waren ja die meisten Medien, die ich so gekannt habe, die waren alle zum damaligen Zeitpunkt relativ alt. Also die waren, viele waren halt so alt, wie wir jetzt sind. So, ja. Heute sehe ich das auch ein bisschen anders. Und dann habe ich mal so ein bisschen rumgegoogelt, wer ist dann ungefähr, gibt es überhaupt jüngere Menschen? Und du warst damals eigentlich, soweit ich da rausgefunden, die einzige, die, ich glaube, du bist ein 78er Jahrgang, oder? 79, also bist ein Jahr älter wie ich, so. Und das ist eigentlich, du warst die Einzige. Da habe ich so gedacht, okay, der schreibe ich jetzt mal eine E-Mail. Habe ich dann auch gemacht. Und ja, weiß nicht mehr genau, was ich geschrieben habe. Auf jeden Fall kam nie eine Antwort. Jana hat mir nie eine Antwort gemacht. So, heute verstehe ich das. Meine Entschuldigung, das war genau der Moment, wo meine Tochter geboren ist, wo wir umgezogen sind, wo ich Buch geschrieben habe, wo ich mit Seminaren begonnen habe und in diesem Self-Made-System, Ja. wo ich immer eigenständig und eigenverantwortlich für alles natürlich stand, sehe, kam so eine lockere, so voller Verantwortung und Ernsthaftigkeit, wie ich bin, kam so eine lockere E-Mail. Ja, Jana, denk dir nichts dabei, aber du bist die einzige gleichaltrige Autorin, das ist, du hast auch gerade ein Buch geschrieben, interessant. Und ich halte mein Baby am Arm und denke, interessant. Ja. Und meine ganze Aufmerksamkeit natürlich beim Kind. Klar. Und ich meine nachher, weil ich muss ja auch sagen, als mein Buch rauskam, das war im April 2007, ja. Und das war ja, ich erzähle das in Zwischenzeit immer mal wieder, aber das war ja ein totaler Flop am Anfang, ja. Weil, ja, weil heute haben alle das Gefühl, ah, Pascal hat es immer mega leicht gehabt und so. Aber das ist im April rausgekommen und ist total gefloppt. Also wir hatten 79 Verkäufe, ja. Also wirklich gar nichts. Und das war auch zu der Zeit, wo ich dich angeschrieben habe. Also bei mir ist Business, sage ich, gar nichts gewesen. Es war ein Buch draußen, das niemand interessiert hat. So niemand, kein Veranstalter wollte mich, weil alle gesagt haben, nee, den tätowierten Typen, der soll Hip-Hop machen, aber der passt nicht auf eine Bühne. Also das war ganz schwierig. Und dann eigentlich erst im September, also ein paar Monate später, hatte ich einen Vortrag, da war ich aber auch nur der Lückenbüßer. Und da habe ich dann einen Jenseitskontakt gemacht und dann wurde das Buch plötzlich erfolgreich. Also dann kam es in die Bestsellerliste, aber das ist Monate später erst gewesen. Und ab dem Zeitpunkt, wo dann quasi eben plötzlich ich auch hunderte E-Mails bekommen habe, plötzlich mein Business organisiert. Vorher, ich hatte keine Ahnung vom Business. Ich hab einfach gemacht so. Und deswegen verzeih ich dir das auch, dass du nie geantwortet hast. Es war auch lustig, beim ersten Mal haben wir uns gesehen beim Engelkongress. Und da warst du vor mir auf der Bühne und bist dann so zurück, also gekommen, da habe ich auch so gesagt, hey, ich habe dir mal eine E-Mail geschrieben. Da hast du aber auch beim ersten Mal noch gar nicht reagiert. Gut, du bist gerade ab der Bühne gekommen und ich musste gerade auf die Bühne gehen. Und erst nachher. Es war lustig. Und ich habe dann immer so gedacht, ich wusste ja, dass du warst ja immer eigentlich oft an den Orten, wo wir zusammen eingeladen werden, war es ja am Anfang immer so auch so ein bisschen die Veranstalter, so die seriöse Jana und der kleine Rüpel Pascal. Das war ja immer das Ding von den Veranstaltern. Und am Anfang habe ich echt so gedacht, oh, Jana mag mich einfach nicht. Und dann am Abend haben wir aber geredet und habe ich gemerkt, dass du eigentlich mega cool bist. Also, dass es mehr so in den Köpfen von den Leuten ist. Hallo. Nein, aber die Menschen haben immer so diese Polarität zwischen uns
gesehen, ja. Und die haben wir ja so nie gehabt. So, und das war immer so, ich meine, ich finde es heute auch lustig, man, ich werde ja echt viel auch auf dich angesprochen, so. Also von den Schülern, die dann auch mal sagen, hey, du kennst doch Jana, wie ist dann die so? Funktioniert das mit euch zusammen? Und ich sage immer so, hey, du bist einer der wenigen Referenten, wo ich einfach sage, privat ist es viel, also wir haben ja mehr eigentlich privat zu tun. Also weißt du, jetzt, wir sind selten zusammen in Projekten involviert oder so. Sage ich immer so, es ist total entspannt so. Also diese Polarität ist mehr für die Menschen, glaube ich, als jetzt zwischen uns. Oder ich empfinde es gar nicht so. Nee, also gerade bei dir durch deine Lockerheit und deinen Humor bist du direkt Türöffner, sei es zu den Menschen, sei es auf den Kongressen unter den Autoren. Und auch wenn ich stets auch meistens sehr konzentriert bin bei meiner Tätigkeit und direkt zum Punkt komme, wenn man sich bei der Arbeit begegnet, weil da ist wirklich keine Minute Zeit frei vorhanden. Sind alle sehr beschäftigt und gerade wir zwei sind eigentlich die viel beschäftigsten Autoren im deutschsprachigen Gebiet. Und aber durch meine Herzlichkeit kann ich echt auch mit jedem Menschen gut umgehen. Also da ich habe viel Sympathie, auch wenn man natürlich, wenn man diesen Beruf macht, auch sozusagen Berufskrankheit hat, dass man ganz genau auch den Blick dafür hat, wo ist der Autor authentisch. Wo belügt er sich vielleicht selber? Wo spielt er eine Rolle? Und trotzdem ist es keine Aufgabe, das zu urteilen, denn jeder findet ja sein Publikum. Jeder Mensch wählt selber ja aus, welche Energie zu dem jeweiligen Zeitpunkt passt zu ihm. Wir dürfen ja als Menschen uns unsere Meinung machen und sagen, ja, der Mensch ist mir einfach sympathischer, mit dem kann ich mal mehr anstoßen, mehr quatschen als mit dem anderen. Das ist ja wie jetzt in jedem anderen Beruf ja auch. Das kann so auf der zwischenmenschlichen offen und locker, wie wir auch sind. Wir haben ja schon gesagt, wenn wir einmal ein gemeinsames Seminar überleben, dann trinken wir Wodka gemeinsam. So gibt es einen Unterschied, der mir vor allem aufgefallen ist, denn ich bin ja in der ehemaligen UdSSR geboren, groß geworden und meine Biografie kommt jetzt am 9. Juni raus und da beschreibe ich auch meinen Weg und das hat mir nicht geschadet, im Atheismus zu sein. Höre ich dich gerade nicht mehr, jetzt habe ich dich gar nicht mehr gehört. Oh, Es hat dir nicht geschadet beim Atheismus? aber auch mich nicht glücklich gemacht, aber immerhin hat es mir den Weg frei bereitet, meine eigene persönliche, unverfälschte Gottbegegnungen zu erleben. Und ich meine, bei einem der Interviews oder auch in deinen Büchern beschreibst du, dass du ja sogar religiöse Erziehung genossen hast. Das würde mich eben also interessieren. Und vor allen Dingen, wie erlebst du in deiner angeborenen Sensibilität, hellsichtigen Fähigkeit plus mit deiner religiösen Erziehung, die dir sicher gewissen Halt auch gegeben hat oder Orientierung, wie erlebst du deinen persönlichen eben Bezug zu Gott. Diese zwei Fragen würden mich interessieren, um dich besser kennenzulernen und vielleicht eben auch unsere Zuschauer, die gerade so stille Mäuschen spielen und uns lauschen, ihn zu inspirieren. Denn gerade auch in der heutigen Zeit
bin ich der Meinung, spüre ich jeden Tag, dass wir echt Gottvertrauen brauchen. Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin eigentlich, ich wollte mit 4 Jahren schon italienischer Priester werden. Das war so mein Traumjob, ja. Italienischer Priester. Dann hat mir eben dann meine Mama auch gesagt, Priester kannst du werden, aber Italienisch wird schwierig, weil du bist kein Italiener, du bist Schweizer. So. Dann fand ich das nicht mehr so cool, weil ich wollte wirklich italienischer Priester werden. So. Keine Ahnung. Und ich bin dann wirklich mit 4 auch bei uns im Keller, so, wir haben noch mit Holz gefeuert, haben wir so Holz gehabt, habe ich mir eine Kirche gebaut mit 4 Jahren und habe da meine Predigten gehalten. Also ich habe da schon so mein Publikum so ein bisschen gebraucht. So. Und dann ist meine Mutter wurde dann, ich hatte dann mit 10 einen Unfall. Und meine Mutter, und ich, da habe ich dann eben zu meiner Mutter gesagt, ich wäre da fast gestorben, ich kürze das jetzt so bisschen ab und da habe ich, wo ich dann aufgewacht bin, habe ich gesagt, ja Mama, ich habe einen Engel gehabt, der mich beschützt hat. So. Und das hat meine Mutter so Eindruck irgendwie gemacht, weil meine Mutter war auch überhaupt nicht religiös und hat dann war alleinerziehend und hat ein paar Wochen vorher ein Angebot von der katholischen Kirche bekommen, dass sie dort auf dem Büro arbeiten könnte und Religionslehrerin machen. Und meine Mutter konnte aber mit Religion nicht viel anfangen, aber jetzt hat sie irgendwie ein Kind, das sagt, sie wurde vom Engel gerettet. So. Und dann ist meine Mutter Religionslehrerin geworden. Und ich muss aber auch sagen, ich sage immer noch, meine Mutter ist eine coole Religionslehrerin. Also, Halleluja! ja, also die. Es war für mich wirklich eine gute Zeit, weil ich bin dann auch wirklich so Messdiener geworden. Also ich habe auch viel mit den Priestern zu tun gehabt. Und mich hat eigentlich immer eigentlich ja, die Frage interessiert, auch so gab es Jesus? Ja? Also Jesus ist für mich immer noch einer der größten Heiler. So, aber gab es die überall überhaupt so? Dann habe ich auch immer so den Konflikt gehabt, weil die Geistwesen, die ich wahrnehme, die waren eben nicht so diese Engelwesen, wie man sie aus der Kirche kennt, also mit Flügel oder Heiligenschein oder irgendwie so. Ja, ich habe schon gedacht, ich muss mal zu dir kommen. Irgendwas läuft hier falsch bei mir. So, also es waren für mich einfach immer wunderschöne Energien. Deswegen nenne ich sie auch eher Geistführer als Engel. Ja, weil ja, weil eigentlich so diese Engel so oder sie zeigen sich mir nicht so in der Form. So. Und es ist ja so lustig. Jeder denkt immer so. Ja, der tätowierte Typ mit Kapuzenpulli, wenn da manchmal die Leute kommen und sagen, ja, du verstößt gegen die christlichen Gesetze mit deiner Arbeit, wenn du mit Toten redest und so. Solche Diskussionen liebe ich, weil was die meisten bei mir unterschätzen, dass ich unglaublich gut die Bibel kenne, auch die Apokryphen, also auch die neben, ich liebe das, ja. Also, das Wissen. Meine Schüler wissen das. Manchmal tickt es bei mir durch und dann kommen die ganzen Bibelsätze, wo ich den Leuten auch erkläre, was aus meiner Sicht da gedacht, also was der Ursprung ist, was daraus gemacht wurde. Weil am Ende das, was wir unterrichten, sage ich immer so, ist eigentlich in allen heiligen Büchern drin, einfach in anderen Worten oder in einer anderen Bildsprache. War ja auch Und eine andere Zeit. ja. Und natürlich hat die Kirche oder die Religion hat auch viel gemacht, was nicht gut ist. Aber das ist die Institution Kirche, sage ich immer so. Mich hat immer interessiert, was ist der Ursprung dahinter? Und dank Corona ist jetzt lustig, dass du das fragst, weil ich wollte ja schon immer mal einen Roman schreiben. Und ja, weil ich so gedacht habe, irgendwie, das ist so wie eine Herausforderung. Und jetzt habe ich auch in der Zeit angefangen und da wird es auch ein bisschen so um Bibel, Religion und solche Sachen gehen, aber verpackt im Roman so. Also, aber das war gar nicht deine Frage eigentlich. Aber was Gott Nee, ist. ich muss kurz was sagen. Einen liebe Grüße an deine Mama, die ich persönlich ja nicht kenne, aber ich erinnere mich, ich war mal bei einem, es ist schon ein paar Jahre her,
in einer großen Buchhandlung. Und nach dem Vortrag fragte mich die Buchhändlerin, die Leiterin, kennen Sie auch Pascal Voggenhuber? Ich so, ja. Kann man ihn auch für Vorträge buchen? Ich so, sicher, Kleist wird er sich darüber freuen, denn es ist ja eine wichtige Möglichkeit, die Bücher vorzustellen. Meinte sie, ja, ich habe ihn schon versucht zu erreichen und ans Telefon ist nur seine süße Mama gekommen. Und sie ist so süß, sie ist so nett, aber er hat nicht mehr zurückgerufen. Also, somit eben lieben Gruß an deine Mama und Danke. so viel zum Thema eben auch Erreichbarkeit. Ja. Ja, meine Mutter hat dann lange bei mir gearbeitet, also später. Das war auch so eine verrückte Geschichte. Die hat dann am Anfang wollte sie ja gar nicht. Hat gesagt, Junge, such dir einen anständigen Job. Und ich bin ja gelernter Schauspieler, ja. Und meine Mutter fand dann irgendwann sogar Schauspielerei besser. Hat gesagt, hey, wenn du jetzt da rausgehst und den Leuten erzählst, du kannst mit Toten reden und so, bitte, Junge, was will ich meinen Freundinnen erzählen? Jetzt konnte ich immer noch sagen, okay, er ist Schauspieler, so. Aber wenn ich jetzt sage, ja, er redet mit Toten, so. Und dann habe ich zu meiner Mutter nur gesagt, hey, was willst du lieber? Einen depressiven Sohn haben oder einen glücklichen Sohn haben. Und da hat sie gesagt, okay, ich bin zwar nicht glücklich, aber wenn du glücklich bist, bin ich auch glücklich. So. Und später dann fand sie das so cool und hat dann bei mir lange, weil ich da total überfordert war mit Büro oder eben E-Mails und Anrufe, weil heute ist ja irgendwie, sage ich so, diese Spiritualität ist ein Business geworden. Also die Leute sind heute viel, viel professioneller als noch vor 15 Jahren. Also ich weiß noch, ganz am Anfang, man hat ein Handy gehabt, das hat ständig geklingelt, man hat irgendwie probiert E-Mails noch, also ich hatte ja keine Ahnung und da hat mir dann meine Mutter geholfen, so, weil eine Zeit lang eben haben so viele Menschen natürlich angeschrieben und gemacht, ja. Die hat dann bei mir gearbeitet, trotz römisch-katholischer Religionslehrerin so. Und ist dann später auch in Zirkel gekommen und hat da auch aktiv mitgemacht so. Bei meiner Ursprungsfamilie konnte das auch nicht akzeptieren, dass ich meiner spirituellen Berufung gefolgt bin. Alle haben von mir erwartet, dass ich jetzt Immobilienkauffrau werde, Immobilien baue. Und es gab da wirklich auch sogar am Anfang so Stillstand, dass man miteinander darüber nicht mal geredet hat. Also die kamen damit auch nicht zurecht, obwohl in unserer Ursprungsfamilie diese Gaben bei allen Frauen vertreten sind. Aber darüber zu reden, dazu zu stehen, das war für diese unterdrückte Generation noch aus Sowjetzeiten ganz, ganz furchtbar. Ja. Das hat gelebt, echt nach Jahren, also das war natürlich auch für mich eine große Prüfung, nach Jahren, wo sie dann merkten, keiner redet schlecht über mich, wo sie dann merkten, mein Gesicht ist in Zeitschriften, auf den Büchern und heute liegen bei meinen Verwandten die Zeitschriften mit Jana auf dem Cover oder die Bücher und heute kann man stolz damit angeben, sozusagen. Ich weiß nicht, inwiefern Sie das lesen, aber manche, ein Teil der Verwandtschaft liest es auch. Aber das war auch für Sie ein ordentlicher Prozess. Sag mal, du bist ja im positiven Sinne wahrlich ein Showman. Und das meine ich jetzt im positiven Sinne, denn wenn du auf der Bühne stehst, hast du ja unglaublich hohen Unterhaltsamkeitswert. Die Leute lachen mit dir. Meine Art ist ja eine andere, schöne, aber andere Art und Weise. Wir sind ja alle Individuen. Ja. Und du verstehst es, selbst diese Themen Tod so mit Humor und trotzdem Tiefgründigkeit ja, zu berühren, sodass du wirklich ja das ganze Heilige sozusagen
auf einen neuen modernen Ebene hochbringst. Also es ist ja echt lustig, dir zuzuhören und das macht was ja mit einem. Die Menschen verlieren die Angst, sich mit spirituellen Themen intensiver zu beschäftigen, und damit holst du quasi jung und alt ab, aber vor allen Dingen eben auch Menschen, die zum ersten Mal damit in Berührung kommen. Zu mir kommen ja eher die Menschen, die schon lange sich damit auseinandersetzen. Und obwohl du im positiven Sinne so ein großer Showman bist, also die Bühne gehört dir ja absolut, ohne dass du jetzt, keine Ahnung, da tanzen musst oder sonst noch was, wie empfindest du Gott? Wie fühlst du diese göttliche Kraft? Und wir beide sind ja von klein auf mit dem Tod in Berührung gekommen. Und interessanterweise nicht nur in der Kindheit, sondern interessanterweise meine letzte intensive Auseinandersetzung mit dem Tod liegt jetzt circa 5 Jahre zurück. Und ich glaube, in diesem Zeitraum hattest du auch ordentlich den zu überwinden und im wahrsten Sinne des Wortes auch den Tod zu überwinden. Und mir persönlich in solchen auswegslosen Situationen hat meine Verbindung zu Gott geholfen. Ja. Ich erinnere mich, als ich vor 5 Jahren nicht wusste, ob ich die Notoperation jetzt überleben werde. Und ich habe natürlich gehadert, jetzt mit 36 zu sterben zu müssen, obwohl ich noch so viel vorhabe und mein Kind auch aufwachsen sehen möchte. Und irgendwann merkte ich, du kommst mit Hadern, hilft dir nicht. Es ist, wie es ist. Ja. Ich habe mein Testament gemacht, für meine Familie gesorgt. Und dann plötzlich hatte ich so diese tiefe Hingabe gespürt, in Form von Dankbarkeit, so eine Bewusstseinserweiterung in mir erlebt, dass ich spürte, danke, dass ich überhaupt so alt werden durfte. Andere gehen viel früher. Und in dem Moment, wo ich diese tiefe Dankbarkeit spürte und eine tiefe Verbindung mit dem Leben durch mich, beim Einschlafen, wo ich nicht wusste, ob ich dann aufwachen werde, habe ich ganz in Gottes Licht hineingeguckt, in dieses Bewusstsein der Allliebe, der Hingabe und in dieses unendlich weiße Licht, was formlos ist, mich ganz einhüllte, und es war wie ein Lichtstrahl, dass ich wusste, wo ich hingehe, sollte ich nicht aufwachen. Und in dem Moment sagte ich innerlich wirklich, das kam aus der Tiefe meiner Seele, dein Wille geschehe. Und in dem Moment, wo ich diesen Kampf aufgegeben habe und mich hingegeben habe, dem Moment, wusste ich, ich werde wieder aufwachen. Ja. Wusste ich, ich habe noch was zu tun auf dieser Erde, wusste ich, es ist noch nicht das Ende, weil es wirklich keinen Sinn auch machen würde. Und danach bin ich ja aufgewacht, wie man sieht, und ich habe mich ruckzuck erholt. Und diese Erfahrung hat mich natürlich noch reifer gemacht, nach dem Motto, was dich nicht umbringt, macht dich stark. Und auch heute weiß ich sozusagen, auf dies zu besinnen. Und wenn ich nicht weiter weiß oder auf die Schnelle zur Ruhe kommen möchte, gerade bei vielen Ungewissheiten in der Welt, dann brauche ich nur durchzuatmen und mein Zauberspruch sozusagen lautet dabei, Gottes Liebe füllt meine Seele, alles andere lasse ich los, alles andere lasse ich gehen. Und dann spüre ich, wie so die ganze Last der Welt sozusagen von mir abfällt und ich mich aufrichte, in diesem Lichtstrahl stehe. Und dann bin ich wieder ganz, ganz neutral, wieder ganz, ganz offen wie ein Engel und ganz, ganz
präsent. Und das trägt mich auch weiterhin, ohne große Dramen durchmachen zu müssen. Deshalb würde es mich auch interessieren, weil wir schon in unserer Biografie, ich bin gespannt, wann du deine Biografie schreibst, die werde ich lesen. Meine kommt ja jetzt raus nächsten Monat. Wir haben ja gewisse Überschneidungen, wo die geistige Welt quasi uns auch prüft, kann man so sagen. Und wie erlebst du das als Mann, Gott? Ja, also ich weiß nicht, ob das, ich glaube schon, dass das Mann vielleicht das ein bisschen anders ist, aber ich weiß gar nicht, ob wirklich anders. Für mich ist immer so, ist noch schwierig zu sagen, weil ich unterteile ja immer so, für mich ist das Göttliche mehr so das Private. Also das ist ja, weil ich bin ja damals in England an der Arthur Findlay College in die Ausbildung gegangen und ursprünglich war ja wirklich eigentlich auch das Medium. Dort ist ja eine lange Ausbildung, dass du auch wie dann Gottesdienste machst, Taufen, Beerdigungen und so. Und ich habe mich ja dann als ich angefangen habe, eigentlich entschieden, die Religion oder das Göttliche wie wegzulassen, sondern mehr eigentlich die spiritistischen Praktiken zu lernen. Weil ich einfach gemerkt habe, dass viele Menschen noch so ein bisschen einen religiösen, ja, Muster haben oder ich sage immer so ein bisschen Bibelschaden haben, ja. Und das ist auch so das Spannende, wenn ich manchmal dann auch eben mal was aus der Bibel oder aus der Religion erzähle, ist das für viele schwer wahrnehmbar oder dass ihnen das gut tut. Ich aber für mich selber hat Gott einen sehr hohen Stellenwert so, und ich finde es so schön, auch eben das, was du beschrieben hast. Es ist wirklich so, ich habe im 2014, glaube ich, ja, 2014 war das, hatte ich diese Krankheit und Lähmungserscheinungen, wo dann eben auch die Ärzte gedacht haben, dass ich die Nacht nicht überlebe. Und ich kenne diesen Kampf, weil ich bin dann auch da gesessen, habe gesagt, ey, ich bin 34 und jetzt so, ja, also ich habe da auch nicht groß, ich habe lustigerweise auch ein paar Monate vorher auch meinen Sohn gerade bekommen. Also seine Mutter hat ihn bekommen, aber so. Und für mich ist es auch so, wie soll ich sagen, für mich privat hat Gott einen sehr hohen Stellenwert. So, ich frage mich auch ganz viel in letzter Zeit, wo ist die, ich glaube auch daran, dass es auch beim Göttlichen wie eine Polarität gibt zwischen weiblich und männlich. Also das so, auch so, heute ist es alles so, der Gott, also es wird immer so das Männliche im Vordergrund gestellt von der Energie her. Und ich probiere auch immer so zu sagen, es muss wie beides gegeben haben. Also, und das ist natürlich jetzt, wenn man römisch-katholisch aufgewachsen ist, wieder schwierig, weil dann würden wir ja von mehreren Gottheiten reden. So. Aber ich glaube, am Ende ist es nur eine Energieform. So. Und ich hatte auch diese Tage auch mit meiner Freundin ein spannendes Gespräch, wo sie arbeitet auch sehr, sehr, sie ist als Heilerin und natürlich auch die Geistführer. Das ist so unser Hauptding, wo wir uns richten, wenn es schlecht geht oder wenn irgendwas schwierig ist. So. Und wir haben aber auch gesagt, beide unabhängig, wenn jetzt irgendwie, eben wenn man so eine auswegslose Situation hat, so, dann gehe ich auch zurück quasi an Gott. Und da fällt mir auch auf, dass ich immer, auch, ja, wenn man in die Krise kommt, auch einfach, dass es dann weitergeht, genauso wie du es gesagt hast, finde ich so schön, wenn man in dieses Vertrauen reingeht und einfach sagt, okay, ich habe alles getan, also ich habe mein Bestes getan, was ich tun konnte und mehr kann ich nicht. Und wenn man dann in dieses Vertrauen geht, dann merke ich sehr oft, dass es dann eben eine totale Veränderung gibt. So. Aber es ist natürlich schwierig. Ich sage jetzt auch so durch meine zwei Erfahrungen im Leben, wo ich eben dem Tod, dem physischen Tod sehr nah war, jetzt nicht nur durch meine Arbeit, hat mir das auch wirklich geholfen, natürlich einfach auch zu wissen, okay, vielleicht ist die geistige Welt oder dieses Göttliche nicht ganz so, wie ich es probiere zu beschreiben in den Büchern oder in den Vorträgen, weil du weißt ja selber, probier mal eine Nahtoderfahrung jemandem zu beschreiben, dann benutzt man Worte wie Licht, Liebe, geführt werden, geborgen, das sind Worte, aber das ist ja eigentlich so ein krasses Erlebnis. Es gibt
weder Worte noch Gefühle, die das nur Ja. irgendwie beschreiben könnten. So. Und man probiert das irgendwie dann einfach so. Und es ist so, ja, für mich ist es auch ganz, ganz schwierig, Gott oder das Göttliche zu beschreiben, weil ich einfach so merke, es ist wie eine Erfahrung, die man macht. Und ich wünsche mir auch, ehrlich gesagt, ich glaube, wenn viel, viel mehr Menschen einfach diese Erfahrung wieder machen würden, einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt in dieses absolute Vertrauen rein, dann würde sich viel verändern. Nur die meisten wollen auch, sei es mit Engel oder Geistführer, die, oder auch von Gott, die wollen immer nur erhalten, ja, dass die was tun, dass die jetzt die Probleme lösen. Aber 100% Vertrauen tun sie dann auch nicht, weil wenn vielleicht eine Botschaft von einem Engel kommt, die jetzt nicht in mein Konzept passt, also wo ich mich vielleicht verändern müsste oder neue Dinge lernen, loslassen müsste und so weiter, dann sagen wir ja dann ganz gern, nee, nee, das kann nicht von einem Engel sein oder das kann nicht göttlich sein, weil da müsste ich ja was dafür tun. So. Und ich glaube, wenn wir alleine das, ich glaube, dass wirklich viel geschrieben ist in unserem Leben. So. Und wenn wir auch dieses Vertrauen haben, dass uns Gott eigentlich nie alleine lässt. So. Das heißt nicht, dass eben nicht Leid passieren kann, dass nicht eine Krankheit passieren kann. Aber auch wenn ich schaue, jede Krankheit hat mich reifer gemacht oder jedes Schicksal hat mich wachsen lassen. So. Und ich glaube, ich wäre heute auch nicht der, den ich geworden bin, hätte ich all das nicht gehabt. So. Ja, es ist schwer zu erklären. Ich finde es unglaublich schwierig. Aber darf ich dich mal was fragen? Du bist ja auch in Russland manchmal unterwegs, oder? Ja, ich erinnere mich ja, ich habe dich ja aus Moskau damals vor einem Jahr Genau. angerufen und da deine Freundin noch kennengelernt. Grüße an dieser Stelle. Sollte ich auch noch Und grüßen, übrigens. Moskau. Danke. Und eben eine Moskauer Sendung wollte gerne uns beide für ihre Show haben. Und ich bin ja schon mal hier, um das abzuchecken, inwiefern ist das was Seriöses. Und ich habe nach 2 Drehtagen ja echt so viel Erfahrung jetzt mit dem Fernsehen mitgenommen. Die hat mir später auch sehr geholfen. Aber ganz klar war mir, dass Spiritualität nicht in ein Showformat hineingehört. Jetzt weiß ich, Show ist Show, Spiritualität ist Spiritualität. Und ich bin eigentlich jedes Jahr in Russland. Wir wären jetzt an Pfingsten mit einer Seminarreise, mit einer deutschsprachigen Seminarreise wieder in Russland. Dieses Jahr geht es ja leider nicht. Und nächstes Jahr sind wir, so Gott will, wieder an Pfingsten in Jaroslawl mit einer Seminargruppe. Da fliegen circa 50 deutschsprachige Seminarteilnehmer mit mir nach Moskau und dann fahren wir nach Jaroslawl, wo unser Kinderdorf ist. Ja. Und besuchen unsere Kinder. Ich setze mich stark für die Kindermenschenrechte dort ein mit Erfolg, dass unser Kinderdorf mittlerweile seit letztem Jahr Inklusionsgesetz in Russland durchgesetzt bekommen. Und nächstes Jahr fliegen wir sogar mit einer weiteren Zimmergruppe nach Moskau und besuchen heilige Kraftorte Moskaus. Denn da ich ja jetzt vor 2, 3 Wochen in Moskau war, habe ich wirklich besondere Plätze auch entdeckt. Mitten am Roten Platz, urige Kirche zum Beispiel, wo kein Tourist da reinfindet, sondern nur Einheimische, wo hohe Energien da sind. Und da bin ich auch nach jedem Drehtag hin, um mich zu reinigen. Und das hat mir auch sehr, sehr gut getan. Und konnte dich dieser Sender verführen? Wart ihr da im Kontakt geblieben oder hast du es abgehakt? Also du hast mir ja dann erzählt und auch ein paar Fotos geschickt. Abgeraten, ja. Und ich war ja mega amüsiert. Ich habe mir dann ganz kurz überlegt, so, also Wie zeigt jemandem? Ich habe sie alle gelöscht.
Nee, aber ich habe dann so gedacht, ich habe dann ganz kurz noch überlegt, so irgendwie. Weißt du, ich finde ja das, ich finde ja so Fernsehformate, es ist natürlich immer das Schwierige, dass man das auch, aber ich habe dann so gedacht, hey, so ich als Spirit Rebel habe mir ganz kurz überlegt, so, und ganz ehrlich, habe natürlich auch gedacht, hey, mich würde ja niemand kennen in Russland, weißt du, die Schweizer Presse würde es eh nicht erfahren, außer ich würde das selber bekannt geben, so. Habe es mir ganz kurz überlegt, und dann aber, es war mir dann auch irgendwie auch alles so mit Visum und so. Es war ja, wir haben ja da ganz oft noch telefoniert oder hin und her geschrieben. Und es hat dann auch nicht in meinen Terminplan reingepasst. Und heute bin ich aber froh, habe ich das nicht mal. Ich wäre gerne mit dir mitgegangen, so da, um das zusammen zu erleben. Das hätte ich cool gefunden. Aber all die anderen Erfahrungen, die du gemacht hast, bin ich dann am Ende doch froh, muss ich da diese Erfahrung nicht machen. Das hätte ich auch mit dir direkt mitgemacht. Das wäre echt eine witzige Zeit gewesen. Aber unter der Voraussetzung, dass man seine spirituelle Arbeit, sprich Unterstützung der Menschen in Ruhe beantworten können, ihre Fragen und in Ruhe mit ihren Krisen arbeiten können, hätte ich sofort gemacht. Aber beim Thema Showbiz, da geht es leider erst mit dieser Erfahrung darum, wie schnell kriegen sich die Mediums in die Haare? Die Show lebt von Tratsch, von Streit und das hat überhaupt nichts mit Spiritualität zu tun. Nur wenn man sich wie ein Gothic-Star anzieht oder weil man Kleid anzieht, also das ist alles, da sind wir zu schade dafür. Ja, aber es ist ja. Oder wie für Gott nicht die Fähigkeiten Ja. gegeben. Um von der Kraft dein Bild durchzuziehen. Kommen wir auf ein seriöses Format, dann sind wir mit unserer Erfahrung direkt Ja. dabei. Nee, aber es ist ja auch spannend, weißt du, was die Redakteurin von Russland erzählt hat, um was es geht und wie es dann live war. Ja, das ist ja immer Sind so. Welt. Das ist. Aber ich meine, das ist ja oft so, ich meine, das ist auch das, was manchmal die Menschen vielleicht gar nicht so verstehen. Ich habe ja eine Zeit oder für RTL was gemacht und dann sagen die Leute, wie konntest du das machen? Aber das Spannende ist ja manchmal, was dir versprochen wird vom Sender und was dann am Ende draus gemacht wird. So. Und Fernsehen ist eh immer eine mega spannende Erfahrung. So. Aber ich gehe ja da auch immer mehr zurück. Früher habe ich ja viel Fernsehsachen gemacht, weil ich es auch manchmal auch gut fand, wenn was eben ein bisschen negativ war, dass ich doch immer gedacht habe, ey, vielleicht erreiche ich ein paar Menschen, die dann wirklich sich mit sich selber beginnen zu beschäftigen oder einfach auf diesen Weg kommen. Das war immer so ein bisschen meine Philosophie. Aber ich bin, also ich wäre gerne in Russland gewesen, weil ich sage ja, immer so, man hört immer viel, auch so während meiner Ausbildung hat man ja immer gehört, dass eigentlich Russland sehr fortschrittlich ist, was so die medialen sensitiven Fähigkeiten. Also da wird sehr viel geforscht. So habe ich mal gehört, vor allem in Militärkreisen. Ob das stimmt, weiß man natürlich nicht. Ja. Aber es wäre sicher Russland ist spannend. wirklich, ich liebe Russland, ein Land von Fersen. Also es gibt einen Lieblingswitz bei Russen. Russisches Volk ist natürlich so begnadet und so begabt, aber gleichzeitig, russisches Volk ist gleichzeitig quasi in gewisser Weise auch ja, sich am Entwickeln und so die Komödianten machen gerne den Witz. Russisches Volk ist so naiv, denn in welchem Land gehen die Wissenschaftler zu den Teufelsaustreibern? Ja. Also es ist dort alles. Ja. Also viele haben die Gegensätze, Polaritäten als in New York, als in Amerika. Und man muss es lieben, man muss es verstehen und und da mir natürlich leicht kennenzulernen.
zu kennen und damit umzugehen, obwohl ich auch meine hier und da meine Herausforderungen hatte, dann hat man auch seinen Spaß. Also die Erlebnisse, die man da mitbekommt, die vergisst man nie wieder. Das Also es glaube ist ich. immer ein Highlight. Das wäre schon schön, wenn wir mal so die Gelegenheit hätten, zum Beispiel in Moskau gemeinsam Ja. kennenzulernen. Da hätte ich zeigen. Das Es wäre cool. beeindruckend. Ja. Also das will ich auf jeden Fall mal nach Russland. So. Gibt es eigentlich Bücher von dir auf Russisch? Stell dir das vor. Keiner ist noch gekommen und hat die Übersetzungsrechte gekauft. Und dein Wille geschehe, wenn der Himmel das so will, sollen sie sich darum kümmern. Sollen sie mir den stimmigen Verlag auch holen. Und ich denke, alles zu seiner Zeit. Also ich erzwinge nichts und ich denke nicht, russisches Volk wartet jetzt auf eine Jana Haas. Mein Geburtsname auf Jana Wladimirovna Butakova. Nein, so wichtig nehme ich mich nicht, sondern ich setze nie meine Wünsche mit Ego um, sondern ich folge einfach der himmlischen Führung, die synchron mir die Wege öffnet. Ich ergreife sie, bilde mir eine Meinung, entscheide mich dafür oder entscheide mich dagegen und alles ist eine Erfahrung. Nach dem Motto, die Welt dreht sich mit mir wie auch ohne mich genauso gut. Und solange ich in meiner Welt zufrieden bin, dann kann ich auch mein Bestes tun. Das stimmt. Ja. Schön. So, Pascal, und jetzt machen wir das Gleiche auf Schweizerdeutsch. Genau, okay. Aber Würde ich durchfallen. Obwohl, wenn du mit deinen Autoren so Männergespräche führst, da verstehe ich mehr, als ihr denkt. Ich kenne so kleine Geheimnisse mittlerweile. also Stimmt viele das denn? ist also sehr lustig, viele, meine Freundin kommt ja ursprünglich aus Hamburg, ja, Ja. und sie sagt, mein Schweizerdeutsch versteht sie. Aber sonst, so weil ich ja, Je nach Kanton. ja ein bisschen mehr. Aber hey, ich habe das Gerücht, also eigentlich nicht Gerücht, aber du wohnst doch jetzt auch in der Schweiz, oder ist es ein Gerücht? Ja, ich wohne jetzt seit 1,5 Jahren auf der Schweizer Bodenseeseite. Ach so. Und wenn wir unser Häuschen gefunden haben, was hier in der Schweiz auch dauert, auch alles zu seiner Zeit, dann sind wir dann ganz angekommen, ganz unsere Wurzeln Schön. gefunden. Ja, ich fühle Weil mich sehr wohl. ich war ja mal Also für noch. mich ist ja. Für mich ist Heimat, also ich war in kein Ort, sondern ein Gefühl. Und ich war ja in Russland als mit wolgadeutschen Mutter auch immer so Ausländer. Wenn ich heute nach Russland komme, spüre ich eine Verbundenheit, vor allem mit der Sprache, mit der Musik und auch mit der Güte der Menschen. Und Deutschland ist ja für mich Heimat geworden durch meine wolgadeutsche Mutter. Und ich liebe diese Sprache. Sie ist für mich, ich beherrsche sie sogar noch mehr wie russische Sprache, obwohl ich die russische natürlich auch fließend spreche. Und das hat mich sehr, sehr auch intellektuell gefordert und weitergebildet. Und seit 17 Jahren bin ich bereits mit der Schweiz verbunden und fühlte mich auch von Anfang an sehr wohl. Und für mich ist damit die Heimat da, wo ich mich wohlfühle, da, wo liebevolle Menschen sind und vor allen Dingen meine Familie, also mein Mann, mein Kind, das ist mein Zuhause. Also da, wo Liebe wohnt, ist mein Zuhause, meine Heimat. Denn habe ich vor allen Dingen nicht nur die irdische Heimat, mittlerweile drei, Russland, Deutschland, Schweiz, sondern vor allen Dingen die himmlische Heimat. Da, wo dieses gute Gefühl wohnt, da ist alles in Ordnung. Ja. Schön. Gut informiert, Kollege.
Ja, man bekommt so eine, es ist ja lustig, irgendwie auch wenn man mit gewissen Referenten, also wir haben ja immer mal wieder Kontakt, mal immer eine Zeit lang sehr intensiv, dann mal wieder ein paar Wochen oder Monate gar nicht. Und trotzdem ist aber immer spannend, von dir bekommt man immer irgendwie wieder mal so, ein Veranstalter erzählt mal was oder irgendwie, ja, also du Okay. bist... Big Brother is watching you. Also, nein. Also fühle mich auch. Ich bin auch tatsächlich, wenn ich, als ich diese in meine Meditation diese Seelenklöster-Rubrik plötzlich erschienen bekommen habe, das ist ja tatsächlich, können wir wirklich ehrlich zugeben, nicht selbstverständlich, dass Autoren miteinander so herzlich unterhalten können. Vieles ist mit vielen Menschen ist vieles einfach auch nicht möglich. Und dann bekam ich diese Idee, denn dieses Tröstende, dieses Fröhliche, sprich, wir sitzen doch alle im selben Boot, auch in dieser Corona-Zeit. Als ich diese Idee bekommen habe, dann habe ich mein Handy genommen, habe meinen WhatsApp-Bereich angeguckt. Und dann sage ich bin ja echt mit vielen verbunden, eben Kollegen, Autoren. Und meine Tochter guckte auch neulich mein Handy durch. Dann meinte sie, boah, du kennst aber viele Berühmtheiten. Ich so, welche Berühmtheiten? Das sind Menschen aus Fleisch und Blut. Und ich muss wirklich sagen, alle, die ich bis jetzt spontan angesprochen habe über WhatsApp, hey, wir haben uns lange nicht unterhalten. Hast du Lust? Sollen wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, außer kurz, wie geht's dir? Alles klar? Seid ihr gesund? Bis jetzt waren alle sofort Feuer und Flamme. Und das spricht doch natürlich auch für diese Verbundenheit und für diese Großherzigkeit und für dieses, ja, gute Herz, was Ich in uns innewohnt. fand ja auch die Idee super, weil du hast ja auch bestimmt, also wir haben alle wahrscheinlich alle Referenten unzählige Mails bekommen, wie bitte mach mit am kostenlosen Online-Kongress zu Corona, erzähl was über Corona und und. Und ich habe nur noch gedacht, pff, ich kann es nicht mehr hören. Und dann zuerst, da habe ich gesehen, Jana schreibt, da habe ich mich gefreut und gesagt so, nein, schon wieder Corona zuerst. Und dann habe ich aber richtig gelesen, da sage ich, hey, aber es hört sich spannend an. Dann haben wir ja ganz kurz telefoniert. Und du machst ja lieber Video. Videotelefonie, oder? Ja, und du gehst Weil nie. ich gehe nie. Ich bin nicht. Ich gehe nicht dran. Ich sehe gern den Menschen. Ich Genau, definitiv. weiß nur. Ja. Und dann haben wir ja ganz kurz telefoniert. Video habe ich ja nicht abgenommen. Und dann fand ich einfach die Idee auch cool, eben eigentlich einfach mit dir zu reden. Das aufzuzeichnen und eben jetzt nicht noch groß. Ich glaube, die Menschen sind auch übersättigt von Corona irgendwie so. Und je mehr man sich beschäftigt, umso mehr kommt man dann, glaube ich, auch wieder in die Krise rein, habe ich manchmal so das Gefühl. Also ich fand es eine richtig gute Idee. Und ich hoffe, dass wir mit unserer Haltung zum Leben und zu dieser Lebensphase eben auch unseren Zuhörern hier und da ein Schmunzeln abverlangt haben. Ich hoffe auch, dass diejenigen, die sagen, ich möchte auch diese Corona-Zeit, diese Auszeit, diesen Retreat quasi dafür nutzen, noch mehr für meine Seele zu pflegen, noch mich in dieser Zeit neu zu erfinden, so wie wir das auf unsere Weise auch Ja. tun, haben ja unsere Mitmenschen, unsere Leser die Möglichkeit, unsere Webinare zu buchen, Ja. Kraft auch aus unseren Büchern zu holen und genau so wie wir das ja auch tun, jeden Tag sich ins Positive stellen, ins Licht stellen und aus allem das Beste zu machen. Es ist mir immer ein Vergnügen, Danke mit dir gleichfalls. zu sehen. Ich danke dir tausendmal für deine Zeit. Und ich freue mich, wenn wir uns in echt
wieder mal bei einem Kongress über den Weg laufen Das wäre und schön, ja. eben auch dann wieder noch Zeit nehmen für einen Kaffee oder ein Gläschen. Super, das machen wir, gell? Vielen, vielen Dank, Jan. Das hat mega Spaß gemacht. Mir auch. Bleib gesund. Du auch. Tschüss, ciao. Ja.